So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig, mal wieder ein seltenes Booster-Unboxing, nämlich Pokémon-Karten. Entwicklung in Pandera. Ja, ich bin nicht so der Fan von Pokémon-Karten, aber da draußen natürlich ja. Ich kaufe sie immer wieder, lege sie mir in den Schrank. Ich habe auch noch die Zweierpakete und die Starterpacks auch immer wieder. Vergesst die immer wieder anzuboxen. Ich habe auch noch alte Blister. Aber da die immer wieder gerne gesehen werden bei euch, einmal Boostertütchen, zweimal, dreimal. Ihr seht drei verschiedene Kartenmotive, Boosterkartenmotive. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wenn ich was Hochwertiges finde, weil ich kenne mich da nicht so aus. Habe schon mal Verpackung geholt für die einzelne und eine andere Karte. Und wie gesagt, ich bin immer dankbar, weil ihr mir hilft. Ah, die ist was wert, die ist 5 Euro, die ist 20, die ist 30. In den letzten Jahren kam so einiges zusammen. Da bin ich echt dankbar drüber. Aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt an, euch 30 Kartenmotive von Pokémon Entwicklung in Pandera zu zeigen. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich auf hochwertige Karten. So. Da weg. Code weg, einen nach vorne macht man ja heutzutage. Früher waren sie ja anders. Dann dreht man sie um. Oh, die gibt es natürlich dann auch in Glitzer und sowas. Ist also Standard Boosterkarten. Kommen hier nach links, die etwas hochwertigen, wo ich meine, nach rechts. Aber das kennt ihr ja. Ah, sind witzige Motive bei. Ups, waren zwei. Na, und wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich was Hochwertiges finde und euch zeigen kann. Oh, da ist jetzt zum Beispiel, seht ihr, Glitzer, Schrift, Bild, Matt. Ich lege es mal genau wie hier. Und hier, was ist das denn? Ah, guckt mal. Ah, ist die hochwertig, weil das Glitzer in Silber ist? Keine Ahnung, das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Also hier ist da, da und diese hier, ach, ist die selten? Die glitzert aber ganz schön hart, das Silber. Aber nicht zu trotz. Ich kenne mich damit nicht aus, das schreibt ihr mal in die Kommentare. Eins nach vorne. Wieder umdrehen. Auch keine. Und wie gesagt, ich versuche von diesen Pokémon Boosterkarten was unter das Video verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall günstig. Ihr wisst, was das einzelne Boostertütchen kostet. Die sind nicht günstig, aber trotzdem verlinke ich euch die, falls der eine oder andere Lust zu habt. Hier ist wieder Glitzer, die Schrift, Bild nicht. Hier auch. Und hier ist wieder der Rahmen richtig leuchtend. Wie gesagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil die Art von Kartenmotive, weiß ich gar nicht, ob ich die schon mal hatte oder kenne. Dafür mache ich die zu selten auf. Aber sieht schon krass aus. Muss man echt lassen. So, und jetzt kommen wir zu das dritte und letzte Boostertütchen für heute. Scheint wohl nichts Besonderes. Also da glitzert die Schrift. Hier wieder die Glitzer der Rahmen. Also drei Stück habe ich davon. Zwei. Drei. Und ihr schreibt mir jetzt bitte in die Kommentare, wenn ihr sie kennt, ob die hochwertig sind. Sehen schon urig aus, muss ich echt sagen. Aber bin ich mal auf eure Meinung, Kommentare über diese Pokémon-Karten gespannt. Ich verlinke euch die Serie unter das Video. Sicher, bequem, auf jeden Fall günstig.
wisst ihr ja jetzt euer Wissen mit mir teilen. Aber das Wichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.